Hallo und herzlich willkommen wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Robots in Disguise, kurz R.I.D. Prawl. Ich muss sagen, auch wenn die Serie jetzt schon ein bisschen älter ist, Prawl und allgemein die R.I.D.-Line sind in meinen Augen mit meiner absoluten Favoriten. Sie haben halt wirklich was wieder mit Autobots und Decepticons in dem Sinne zu tun, wie sie mir auch gefallen. Ich kann nichts groß zu sagen, ist halt einfach mein Favorit. Ich hoffe mal, dass hier auch demnächst die DVDs irgendwann erscheinen werden. So, jetzt kommen wir aber erstmal zu dieser Figur. Diese Figur wird, wie gesagt, Prawl genannt, ist hier zwar auf der US-Karte geliefert, allerdings muss ich dazu sagen, was ich sehr spaßig finde, sie hat hier diese Kanto-Schrift drauf auf der Seite, was so viel wie Polizei heißt. Weiß nicht, ich finde es irgendwie ganz interessant, dass sie das so umgesetzt haben und nicht Police groß draufstehen haben. Ist natürlich jetzt in der RRD-Serie so nicht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und auch hat die Figur zwei rote Blaulichter, wie es halt in Japan auch der Fall ist, und nicht ein rotes und ein blaues. Ja, geliefert wird die Figur von Zubehör nur mit den zwei Pistolen oder Thrustern, die hinten quasi an den Spoiler angebracht werden können. Der Spoiler kann auch dann so rumgeklappt werden. Dann hat man quasi den reinen Lamborghini. Ich glaube, das ist ein Lamborghini Diablo. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall sehr interessant. Hier unten sehen wir vom Robotermodus relativ wenig, bis auf den Kopf. Die Arme sind auch sehr gut verstaut, die Beine auch. Die Beine werden quasi hier drin dann die Sitze. Kommen wir jetzt einmal aber vorher nochmal zu der Verpackung. Die Verpackung wird standardmäßig als Blister geliefert, hier mit der Figur im leicht abgewandelten Comic-Look. Das heißt, hier ist ein Bildfilter draufgelegt worden, dass die Figur wirklich wie gezeichnet aussieht. Finde ich sehr interessant. Unten groß der Name, ja, oben das Autobot-Symbol und das große Logo. Und hinten dann, ja, ziemlich viel zum Lesen. Ich kann ja mal kurz, Deutsch ist hier auch komischerweise nicht drauf, sehe ich gerade, aber ist ja auch egal. Wir haben dann hier die Textback-Karten, die man hier ausschneiden kann. Habe ich natürlich nicht gemacht, ich als Sammler. Und dann haben wir noch den X-Brawn und den Sideburn, die ich euch natürlich dann auch noch in den Reviews zeigen werde. Die Verpackung legen wir jetzt erstmal zur Seite und jetzt kommen wir zur Figur. Die Verwandlung ist ziemlich simpel und ziemlich einfach. Das Einzige, was ihr effektiv machen müsst, ist erst einmal hier hinten die Seitenlichter ein bisschen trennen. So. Den Brustkorb nach unten klappen. Die Türen lösen. Dann einmal hier vorne, ihr seht hier oben sind so kleine Pins, die einfach zur Seite weglösen. So. Dann könnt ihr hier die Haube öffnen. Ihr seht hier auch richtig schön dann die Sitze quasi, also die Füße, die Sitze werden, Schallensitze. Dann klappt ihr einfach hier die Motorhaube nach oben, holt die Füße einmal heraus. So. Anschließend dreht ihr hier diese Motorhaube mit diesem Double Joint hier quasi nach innen. Dieses geknickte Gelenk wird nach innen reingedrückt und kommt quasi hier unten am Bauch dann heraus. Anschließend drückt er hier dieses komplette Gelenk nach innen, bis es einrastet. Dreht dann die Beine einmal herum. Die Füße dreht hier ebenfalls herum. Das gleiche hier. Die Toyline war so ziemlich mit die erste richtige Transformers Toyline, muss ich auch dazu sagen, die auch diese Gelenke quasi so angeboten hat, was ich ziemlich cool fand. Jedenfalls in dem Maß gab es das selbst bei der Generation 2 Line nicht wirklich. So, anschließend, wie gesagt, dreht ihr die Türen herunter und splittet oben die Arme. Dreht das Ganze einmal so rum, das gleiche hier. Dreht jetzt den Brustkorb nach vorne, die Auspuffrohre nach oben. Drückt das Ganze einmal hier vorne zusammen, winkelt die Auspuffrohre nach hinten an. Anschließend dreht ihr hier die Arme nach unten, dreht dann die Hände nach vorne. So, das gleiche auch hier, nur hier ist es ein bisschen komplizierter, weil hier ein Schild mit vorhanden ist, was sich leider nicht abnehmen lässt. Ihr dreht das Ganze so herum, dreht jetzt den Arm hier unten einmal
mit dem Schild komplett herum. So. Dreht die Spoilerteile nach innen. So. Ja, und jetzt habt ihr quasi Prawl schon verwandelt. Das Einzige, was jetzt noch wichtig ist, das Rückmodul einmal so rumklappen und ja, schon ist er verwandelt. Das Rückmodul ist ziemlich klein, passt sehr gut und ja, finde ich, sieht ziemlich cool aus. Die Details innen drin sind auch ziemlich bombastisch, muss ich sagen. Was mir besonders gefällt, man sieht es hier nur jetzt gerade relativ schlecht wegen dem Licht. Diese Blase ist innen drin bläulich gefärbt und die ist rötlich gefärbt. Von Details her. Das heißt, es sieht wirklich aus wie so eine Art Blaulicht, was ich schon ziemlich cool finde. Und ihr habt natürlich auch noch die Möglichkeit, die Figur anders zu verwandeln, in dem Sinne, wenn, falls euch hier dieser Kilt hier unten stören sollte. Ist ganz einfach. Ihr dreht jetzt einfach nur diesen Kilt einmal so nach hinten und winkelt ihn dann quasi an das Rückenmodul einmal so an. So, dann habt ihr ihn quasi so als Backpack hinten dran, falls euch das natürlich besser gefällt. Ich hätte es aber natürlich jetzt wieder wie beim Original auch vorgesehen, nach unten drehen und damit die Räder jetzt quasi verdecken. So, dann habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, die Waffen, die hier übrigens mit einem, mit diesem berühmt-berüchtigen Sprungkugel, dieser Mechanik quasi funktionieren soll, was aber nicht richtig abschießt, versehen ist. Diese könnt ihr dann hier an der Figur, hier außen, an die Arme anbringen. Und so ist es dann auch in der Serie zu sehen. Und habt ihr eben quasi hier diese Thruster quasi als Flammenwerfer noch angebracht. Finde ich ziemlich cool, allein dadurch, dass ihr natürlich hier diese doppelten Ellenbogengelenke mit Balljoints hat, ist es ziemlich gelenkig und die, auch die Posen, die ihr machen könnt, sind ziemlich cool. Ihr könnt natürlich dann auch die Thruster hier anbringen, indem ihr das nach außen stülpt. So, dann hier oben anbringt, fände ich jetzt allerdings nicht so schön, aber das ist euch überlassen. Ja, und ansonsten, die Beweglichkeit der Figur ist ein wenig eingeschränkt durch die ganzen Zubehörteile und die großen Schultern. Ihr könnt die Schultern einmal um 360 Grad drehen, die Arme richtig nach oben winkeln, das ist also auch möglich. Hier ist ein Gelenk, hier im Ellenbogen ist nochmal ein seitliches Gelenk, das ihr quasi von der Transformation her den Arm bewegen könnt, was aber auch der Beweglichkeit an sich ziemlich hilft. Dann haben wir hier unten einen Balljoint drin, dass ihr die Arme auch richtig nach oben winkeln könnt. Hier seht ihr es nochmal ein bisschen genauer, ihr könnt wie gesagt die Arme nach oben winkeln, 90 Grad Winkel, könnt sie drehen, könnt dann auch hier oben die Schulter nochmal nach oben bewegen. Der Kopf lässt sich dann auch um 360 Grad drehen. Ist kein Balljoint, ist nur auf einem normalen Gelenk. Und die Figur hat kein Hüftgelenk. Die Beine könnt ihr nach oben winkeln. Nicht ganz 90 Grad Winkel leider. Und unten die Beine sind auch auf einem Kugelgelenk und lässt sich natürlich auch dementsprechend gut positionieren. Das heißt also, ein paar Action-Posen sind schon möglich, aber sieht teilweise doch schon relativ merkwürdig bei dieser Figur aus. Aber nun gut, wie gesagt, das müsst ihr dann selbst entscheiden, wie ihr es dann platzieren wollt. Na, so jetzt als Beispiel. Das ist jetzt meine Pose, wie ich ihn jetzt in der Vitrine stehen habe. So. Und die Figur macht schon ziemlich viel her. Es gibt nochmal ein Repaint, das in Blau, Metallic und Weiß ist. Und von Details her, wie ich schon eben gerade angesprochen habe, ist wie gesagt eine Menge an dieser Figur zu finden. Auch das Autobot-Symbol ist auf einem durchsichtigen, auf einem durchsichtigen Brustkorb quasi montiert, der ziemlich viele silberne Details hat. Und hier das Autobot-Symbol ist rot-metallig. Und ich versuche gerade mal das Licht von vorne zu halten. Jetzt seht ihr es ein bisschen besser. Und meine Lampe steht nicht richtig. Das ist der einzige Nachteil, den ich habe. So, und auch so, wie gesagt, die Figur hat ziemlich viele Details, die mir sehr gefallen. Alleine schon hier unten mit diesen angedachten pneumatischen Stangen. Das gefällt mir sehr. Hinten ist er sehr schlicht gehalten. Was ich aber auch cool finde, ist, dass die Motorhaube das Autobot-Symbol quasi nur durch die Glasscheibe verdeckt wird. Das heißt, von hinten sieht man auch, dass es ein Autobot ist. Und ja, auch an den Rädern, die aus Gummi sind, muss ich dazu sagen, sieht man auch richtig schön Transformers Trademark 2000
Das heißt also aus dem Jahr 2000 quasi. Ziemlich cool gemacht. Und ja, die Figur, wie gesagt, gefällt mir sehr. Im Fahrzeugmodus sehr windschnittig. Würde ich dieser Figur hier glatt 10 von 10 Punkten vergeben. Wenn es nicht den Nachteil hätte, dass es aus diesem weißen Material ist, was mit der Zeit anfängt zu vergilben. Man sieht leider bei mir schon ganz kleine Ansätze daran. Und was mich sehr nervt. Und was natürlich dem Overall leider einen Punkt abzieht. Im Robotermodus ist, finde ich, die Figur auch ziemlich cool. Alleine schon der Kopf, wie gesagt, der gefällt mir schon sehr. Dieses Spitz erinnert mich irgendwie an eine Rail Racer auch so ein bisschen. Mit spitzen Kinn. Sieht jetzt ein bisschen anders aus, wie wir natürlich Pro kennen. Trotzdem ziemlich cool gemacht. Hat leider keine Headpipe-Funktion. Und ja, im Robotermodus, bis auf, wie gesagt, dass hier diese Rockansätze quasi hier alles ein bisschen blockieren, ist die Figur sehr beweglich und ja, auch lässt sich gut positionieren. Nur, ja, es macht natürlich auch wieder einen Punktabzug. Das heißt, 9 von 10 Punkten im Fahrzeug sowie im Robotermodus macht overall natürlich auch 9 von 10. Allerdings durch die Plastikauswahl muss ich leider auf Dauer als Sammler einen weiteren Punkt abziehen. Das hätte man besser machen können. Wie gesagt, man sieht hier schon an den Armen ganz leichte Verfärbung. Leicht gelblich wird das Plastik schon, was ich sehr schade finde. Lässt sich nicht vermeiden. Das hat auch nichts mit der Sonne zu tun, denn ich habe die Figuren wirklich in einem UV-gesicherten Vitrinenschrank drin, wo eigentlich nichts passieren könnte. Aber das hat mit dem Plastik an sich zu tun und mit den chemischen Komponenten, die hier drin sind, die die Entflammbarkeit der Figuren verhindern sollen und die natürlich dann das Plastik auf Dauer einfärben. Ja, solltet ihr die Figur bekommen, die ist mittlerweile ziemlich im Wert gestiegen, muss ich sagen, bis auf diese Neuauflage in diesem Ultramodus mit Blau-Weiß. Solltet ihr sie bekommen, schlagt zu, es lohnt sich auf jeden Fall. Die RID-Line ist sowieso, finde ich, in meinen Augen ein Pionier der ganzen Transformers-Line. Und ja, das war's eigentlich auch schon mit meinem Review. Und ich wünsche euch was. Wir sehen uns bei meinem nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, abonniert mich oder empfehlt mich weiter. Bis dahin sage ich jetzt einfach, bis demnächst, euer Rexfor.